Hallo, heute werde ich mal mich etwas näher mit dem Frieden Wurzelautomaten befassen. Das ist immerhin eines unserer interessantesten Ausstellungsstücke, insbesondere weil er einer der wenigen Wurzelautomaten ist, der überhaupt noch funktioniert. Und ich werde dazu noch ein paar etwas in die Vorgeschichte dieser Rechenmaschine einsteigen und werde die Prinzipien der Wurzelberechnung auf mechanischen Rechenmaschinen ein bisschen erklären und auch den Transport von Zahlen von Register zu Register in mechanischen Rechenmaschinen. Der Aufbau mechanischer Rechenmaschinen ist seit der Erfindung von Wilhelm Leibniz aus dem Jahr 1694 immer gleich geblieben. Ich habe nämlich bei den Rechenmaschinen ein Ergebniswerk, ein Umdrehungszählwerk und ein Eingabewerk. Die Form hat sich geändert. Aber bei der Sprossenradmaschine sieht das so aus, auch hier Eingabewerk, Ergebniswerk und Umdrehungszählwerk. Und mit diesen drei Registern kann ich im Prinzip die vier Grundrechenarten durchführen. Seit der Konstruktion von Gottlieb Wilhelm Leibniz vom Ende des 17. Jahrhunderts ist die Architektur aller mechanischen Rechenmaschinen gleich geblieben. Ich habe ein Eingabewerk, eine wichtige Erfindung von Leibniz, wo ich nämlich eine Zahl speichern kann, mit der immer wieder weitergerechnet werden kann. Ich habe ein Ergebniswerk, in dem die einzelnen Posten angehäuft, angesammelt oder akkumuliert werden. Das ist also der Akkumulator und ich habe hier ein Umdrehungszählwerk, wo ich die einzelnen Additionen zählen kann. Das ist das MQ-Register. Auch die frühen Computer hatten als Register einen Akkumulator und ein Umdrehungszählwerk oder MQ-Register. Und die nächste Erfindung von Leibniz war, dass das Ergebniswerk und das Umdrehungszählwerk gegenüber dem Eingabewerk verschiebbar war. Bei dieser archaischen Konstruktion muss ich das Lineal, wie man es damals hieß, zum Verschieben anheben und kann dann eine Verschiebung der Werke zueinander durchführen. Ich zeige jetzt mal die Prinzipien der Wurzelberechnung des Frieden-Wurzelautomaten mit einem Vorläufer der Wurzelberechnung auf dieser einfachen Sprossenradrechenmaschine, dem Busicom HL21. Um zu zeigen, wie der Frieden-Wurzelautomat arbeitet, zeige ich zuerst mal an einer einfachen Handrechenmaschine, einer Sprossenradrechenmaschine, wie man nach Töppler die Quadratwurzel berechnet, am Beispiel der Zahl 2. Ich gebe die 2 in das Eingabewerk, addiere sie linksbündig mit einer Schutzstelle in den Akkumulator, lösche das Umdrehungszählwerk und fange mit einem ersten Näherungswert 1 im Eingabewerk an. Ich subtrahiere, erhöhe das Eingabewerk um 2, subtrahiere wieder, jetzt bin ich unter 0 gekommen, man sieht hier die 9 und es hat geklingelt, mache ich also die letzte Subtraktion rückgängig, erhöhe hier wieder um 1 und verschiebe den Wagen um 1. Dann mache ich in der nächsten Stelle des Eingabewerks weiter, wieder die 1 eingeben, Subtraktion um 2 erhöht, Subtraktion wieder um 2 erhöht, Subtraktion um 2 erhöht, wieder um 2 erhöht, Klingeling, ich bin unter 0 gekommen, ich habe hier die 9, das heißt die letzte Subtraktion wird jetzt rückgängig gemacht und ich erhöhe hier wieder um 1, verschiebe den Wagen um eine Stelle und mache in der nächstniedrigeren Stelle weiter. Hab wieder unter 0 gerechnet, mache die letzte Subtraktion rückgängig und mache noch eine Stelle. Rückgängig und erhöhen. Ich könnte jetzt natürlich noch weiter rechnen, aber das, was ich zeigen will, ist, dass ich jetzt im Umdrehungszählwerk tatsächlich die Wurzel 2 habe. Und wenn man etwas kopfrechnen kann, sieht man, dass ich hier im Eingabewerk das Doppelte dieser Wurzel 2 habe.
Ich habe jetzt, nachdem ich die Quadratwurzel berechnet habe, die Quadratwurzel selber im Umdrehungszählwerk der Maschine und im Eingabewerk, wenn man sich das anguckt, sieht man, dass ich da das Doppelte der Quadratwurzel habe. Jetzt ist es ja häufig so, dass man mit den Rechenwerten, die man berechnet hat, weiterrechnen möchte und möchte die, wenn das mehrstellige Zahlen sind, nicht von Hand neu eingeben müssen, sondern man will die automatisch in der Maschine verschieben, was aber bei solchen einfachen Rechenmaschinen nicht möglich ist. Und ich zeige jetzt einen Trick, wie man mit der Quadratwurzel bei so einer Sprossenrad-Rechenmaschine weiterrechnen kann. Um mit der Quadratwurzel weiterrechnen zu können, lösche ich zunächst mal nur den Akkumulator, verschiebe den ganz hier rüber. Und da ich hier oben das Doppelte der Quadratwurzel habe, addiere ich jetzt einfach einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und habe jetzt Zehnfache der Quadratwurzel letztlich im Akkumulator. Das spielt keine Rolle, ob das das Einfache oder das Zehnfache ist, denn bei den Rechenmaschinen wird ja immer das Komma im Kopf nebenher gerechnet. Ich verschiebe jetzt den Akkumulator an eine mir passende Stelle und die Maschine, die Busicom-Rechenmaschine, hat die Möglichkeit, eine Zahl aus dem Ergebniswerk ins Eingabewerk zurückzuübertragen. Das funktioniert so. Ich lösche jetzt das Eingabewerk, drücke die Rückübertragungstaste und lösche jetzt den Akkumulator und habe die Quadratwurzel auf diese Weise tatsächlich wieder ins Eingabewerk gerechnet. Und jetzt kann ich das, was man mit einer Sprossenradrechenmaschine auch tun kann, machen. Ich quadriere das hier als Probe sozusagen. Das heißt, ich mache 1, 2, 3, 4, verschiebe. Das ist die übliche Rechnung auf so eine Sprossenradrechenmaschine. Und habe jetzt hier die Probe gemacht, das Ergebnis meiner 2 auf 3 Nachkommastellen berechneten Wurzel 2 ist 1,9999. Das ist jetzt ein Hamann Automat T von 1951 etwa, eine Maschine, die vier Grundrechenarten beherrscht. Sie ist auch voll mechanisch, hat allerdings einen Elektromotor eingebaut, sodass der Benutzer nicht mehr kurbeln muss. Er kann kurbeln, hier gibt es eine Handkurbel. Ich zeige jetzt die vier Grundrechenarten an dieser vollautomatischen Maschine, ein sogenannter Superautomat, der die vier Grundrechenarten beherrscht. Zunächst die Addition, da muss ich die Betriebsart der Maschine umschalten, hier auf Addition, dort auf Addition, dort auf Addition. Und wenn ich auf die Taste drücke, wird jetzt die Maschine gelöscht. Ich verschiebe den Wagen in die arithmetische Grundstellung und gebe jetzt den ersten Summanden ein, drücke auf die Motortaste. Der Summand ist in den Akkumulator übertragen worden, das Eingabewerk wurde gelöscht. Gebe den zweiten Summanden ein, drücke wieder auf die Additionstaste und habe 45 plus 27, 72 und davon will ich jetzt etwas subtrahieren. Dann muss ich die Maschine hier auf Subtraktion umschalten, hier auf Subtraktion umschalten und subtrahiere von 72 jetzt die 69 zum Beispiel. 72 weniger 69 gibt 3 und wenn ich jetzt von 3 5 subtrahiere, dann kriege ich nicht etwa minus 2, sondern dann kriege ich das Dezimalkomplement 99998. Das ist ein Verhalten, das viele frühe Elektronenrechner auch noch gezeigt hatten. Man war damit damals zufrieden. Ich kann da natürlich wieder zum Beispiel 3 dazu addieren. Dann kriege ich diese minus 2 plus 3, gibt dann wieder die 1. Genauso wie man das Komma, hat man auch eben das Vorzeichen im Kopf nebenher gerechnet. Wenn ich jetzt mit der Maschine multiplizieren will, fahre ich sie erst wieder in die Grundstellung, schalte hier auf Multiplikation, schalte dort um, schalte da um und kann jetzt wieder löschen. Gebe den einen Faktor ins Eingabewerk ein und den zweiten etwas umständlich über diese Ränderungen
in das Umdrehungszählwerk. Man sieht, das ist sehr oft gemacht worden. Hier ist die Farbe komplett abgerieben. Und kann jetzt die Multiplikation starten, indem ich auf diese Taste drücke und habe das Ergebnis, die 972 im Akkumulator. Der eine Faktor, der ist noch im Eingabewerk und das Umdrehungszählwerk ist auf 0 runtergezählt worden, da ist der Faktor verschwunden. Will ich jetzt hier die Probe rechnen, das heißt 972 durch diesen Faktor dividieren, dann schalte ich die Maschine auf Division. Lösche sie zunächst mal und um möglichst viele Stellen zu kriegen, gebe ich den Dividenden linksbündig in den Akkumulator ein. 972, das ist das Produkt von gerade eben. Dann gebe ich die 27 ins Eingabewerk ein und ich weiß, 972 durch 27 muss im Ergebnis die 36 haben. Die Maschine hat noch keine Rückübertragung vom Ergebniswerk ins Eingabewerk. Das heißt, ich muss Zahlen von Hand übertragen. Maschine steht auf Division. Das Register ist gelöscht und jetzt starte ich die Division, indem ich den Wagen ganz nach rechts ziehe und lasse ihn los. Und habe im Umdrehungszählwerk den Quotienten, das heißt, ich habe die Probe gemacht, Produkt dividiert durch ersten Faktor, gibt wieder den zweiten Faktor. Als nächsten Schritt der Evolution zeige ich jetzt den Hamann 300. Man sieht hier am Akkumulator und an den Proportionen der Maschine immer noch die Ähnlichkeit zwischen diesem Evolutionsschritt. Der Hamann 300 kam 1953 auf den Markt. Der hatte dann die reduzierte Dezimaltastatur, die Blindeingabe von Zahlen ermöglicht hat. Aber er hatte keine Multiplikation mehr. Dafür hatte etwas viel Wichtigeres, nämlich die Rückübertragung von allen Registern in das Eingabewerk. Das war etwas viel Wichtigeres als die Multiplikation. Und da zeige ich jetzt zwei kurze Rechenbeispiele damit. Bei dieser Maschine wurde besonderer Wert auf die Ergonomie bei der Eingabe gelegt und dafür wurde die Multiplikation weggelassen. Ich habe die reduzierte Volltastatur und kann einfach eine Zahl hier eingeben, plus. Jetzt sehe ich die 45, die ich gerade auf dem Hamann-Automaten S gerechnet habe, hier wieder im Eingabewerk, im Akkumulator, gebe die 27 ein, drücke wieder auf Plus, habe die 72 und ich muss jetzt nicht die Maschine umschalten zum Subtrahieren, sondern ich kann die Rechnung von gerade eben, 72 weniger 69, einfach durch einen Tastendruck erzeugen und auch hier wieder, wenn ich hier von der Plus 3 5 subtrahiere, komme ich auch hier wieder unter 0. Das war eben einfach damals so üblich. Die Multiplikation, die ist bei der Maschine weggefallen, was aber nicht sehr schwerwiegend ist. Ich lösche jetzt die Maschine und führe meine Rechnung 36 mal 27 von gerade eben wieder durch. Dazu gebe ich die 36 ins Eingabewerk ein. Die Maschine hat ein verdecktes Schattenregister und drücke einfach die Multiplikationstaste so lange, bis im Umdrehungszählwerk der zweite Faktor erscheint. Verschiebe, jetzt habe ich eins zu viel verschoben und habe jetzt also durch 7 Additionen und eine Verschiebeoperation die 27 ins Umdrehungszählwerk reingebracht, habe hier den ersten Faktor und das Ergebnis ist jetzt 972. Und eine ganz wichtige Erfindung dieser Maschine ist eben die Rückübertragung vom Umdrehungszählwerk in das Eingabewerk, was es letztlich ermöglicht hat, mit Quotienten weiterzurechnen. Das ist etwas, was zur damaligen Zeit revolutionär war. Ich schiebe jetzt den Wagen ganz rüber und lösche das Eingabewerk und drücke auf die Rückübertragungstaste und habe jetzt die 27 im Eingabewerk und kann also mit einem Quotienten weiterrechnen.
Man sieht, was für ein Aufwand da erforderlich ist. Der Schlitten muss ganz rüberfahren, sodass die einzelnen Ziffern der zu übertragenen Werke untereinander stehen. Und dann funktioniert das. Aber das war also eine ganz wichtige Angelegenheit. Und normalerweise kann ich auch eine Summe beispielsweise rückübertragen. Ich mache jetzt hier wieder 27 plus 45, 72. Also das ist jetzt eine Summe. Und wenn ich die zum Beispiel mit einem bestimmten Faktor multiplizieren will, lösche ich wieder das Eingabewerk und kann hier die Rückübertragung machen und könnte jetzt zum Beispiel auf eine Summe 72 eine Mehrwertsteuer oder irgendetwas drauf addieren, indem ich jetzt sage, ich habe jetzt 72 plus 12%, zur damaligen Zeit hatte man eben 12% Mehrwertsteuer, dann habe ich aus 72 80,64 mit der Mehrwertsteuer gemacht. Auch die Division funktioniert jetzt bei dieser Rechenmaschine deutlich einfacher. Ich führe wieder die Rechnung von vorhin durch, die Probe 972 dividiert durch 36. Die gebe ich hier ein, schalte die Maschine auf Division, drücke auf die Divisionstabuliertaste, da fährt der Wagen linksbündig rüber und ich addiere jetzt die 972 in den Akkumulator und die 36, der Divisor, den gebe ich jetzt hier mit dieser Taste in das Umdrehungszählwerk und jetzt reicht es einfach, diese Taste zu drücken. Und die Division, die startet damit. Und ich habe jetzt den Quotienten linksbündig im MQ-Werk. So, jetzt kommen wir ganz langsam zum Object of Desire, nämlich dem Friedenwurzelautomat, eine Konstruktion von 1953, der damals 8000 Mark gekostet hat. Das war in etwa ein Opel Admiral, also das Spitzenfahrzeug von Opel. Und diese Maschine ist die einzige mechanische Rechenmaschine, die automatisch die Quadratwurzel berechnen kann. Und sie hat dieses Monopol bis 1965 beibehalten, als es dann die ersten elektronischen Tischrechner gegeben hat, die endlich auch die Quadratwurzel berechnen konnten. Diese Rechenmaschine hat jetzt anstelle der Einstellschieber eine Volltastatur, wo ich mehrere Zahlen gleichzeitig drücken kann. Also meine Addition von vorher 45, die kann ich mit einem Tastendruck betätigen und die 27 dazu gibt die 72. Das Ergebnis steht jetzt hier im Akkumulator. Auch die Maschine hat einen Akkumulator, ein Umdrehungszählwerk und ein Eingaberegister. Der Vorteil der Volltastatur ist, ich kann korrigieren, wenn ich mich vertan habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Subtraktion von vorher durchführen will, die 69, ich habe mich jetzt hier vertan, ich habe aus Versehen die 68 eingegeben, dann kann ich also hier die Zahl korrigieren, drücke auf Minus, kriege die 3 und subtrahiere davon auch nochmal die 5, wie vorher gezeigt, und kriege jetzt ebenfalls das Dezimalkomplement. Was die Maschine jetzt neu hat, immer noch die Schwierigkeit, Zahlen von einem Register ins andere zu transportieren. Sie hat für die Multiplikation eine reduzierte Dezimaltastatur, wo ich also den einen Faktor in die Volltastatur eingebe und den zweiten Faktor in diese reduzierte Dezimaltastatur. Diese Konstruktion konnte erst Anfang der 1960er Jahre verlassen werden und ich zeige jetzt meine Multiplikation, 36, der eine Faktor steht jetzt in der Volltastatur und den zweiten gebe ich jetzt hier in die reduzierte Dezimaltastatur ein und drücke jetzt hier die Multiplikation und habe dann das Ergebnis 972, denn einen Faktor hier und ich könnte dann auch noch den in dem Multiplikationswerk als Konstante eintragen.
Also man sieht eine weitere Bedienungsvereinfachung und Verbesserung jetzt mit wieder im Gegensatz zu dem Hamann 300 die vier Grundrechenarten voll eingebaut. Die Division bei der Maschine wird in folgender Weise durchgeführt. Ich gebe den Divisor linksbündig in die Tastatur ein, dann gibt es hier eine Taste Enter Dividend. Da fährt der Wagen ganz nach links rüber und der Dividend ist jetzt linksbündig im Akkumulator mit der einen Einschränkung, dass ich also eine 0 als Vorzeichen oder Überlaufstelle habe. Dann gebe ich den zweiten, dann gebe ich den Divisor in die Volltastatur ebenfalls linksbündig ein und die Maschine, an der Maschine sieht man die Auswirkung eines amerikanischen Patentes. Eine Konkurrenzfirma hatte eine Rechenmaschine, die die Division mit einem Tastendruck gestartet hat. Aus diesem Grunde hat die Firma Frieden zwei Divisionstasten vorgesehen gehabt, die gleichzeitig gedrückt werden mussten. Ich starte jetzt die Division und muss da ein bisschen nachhelfen, weil die Maschine etwas klemmt. Da haben wir uns noch nicht getraut, nachzujustieren. Und man sieht im Umdrehungszählwerk die 27, also den Quotienten von gerade eben. Der Stolz der Firma Frieden manifestiert sich in diesem Zeichen, nämlich der einzige mechanische Rechenautomat zu sein, der die Quadratwurzel mit einem Tastendruck berechnen kann. Ich gebe jetzt hier die 2 ein und starte die Wurzelberechnung durch Druck auf diese Taste. Und habe jetzt die Quadratwurzel im Umdrehungszählwerk und in einem unter der Volltastatur befindlichen Schattenregister, so dass ich mit der Quadratwurzel gleich weiterrechnen kann. Wenn ich nämlich den Wagen jetzt lösche, dabei die Tastatur verriegele und ich drücke die Plus-Taste, dann sieht man, dass ich die Quadratwurzel im Eingabewerk habe. Und ich könnte jetzt damit zum Beispiel die Probe berechnen, indem ich sage, ich gebe die Quadratwurzel in das Multiplikationswahlregister ein, 1,414213562, lösche nochmal den Wagen und drücke die Multiplikationstaste. Und habe jetzt hier oben im Akkumulator das Ergebnis der Probe, 1,99999 ist das zu lösen. Andere Wurzeln, beispielsweise die Quadratwurzel von 20, Quadratwurzel von 2 ist ja 1,414, Quadratwurzel von 20 ist 4, irgendetwas. Kann ich genauso rechnen, ich muss allerdings jetzt nicht diese Taste drücken, sondern ich drücke jetzt diese Taste. Dann kriege ich also nicht die Wurzel von 2, sondern die Wurzel von 20. Das muss 4 irgendetwas um 4 sein. Das ist also 4,472. Um jetzt auf den Anfang von dem Film zurückzukommen, als ich nämlich mit dem Töpplerschen Wurzelziehverfahren gezeigt habe, dass nach dem Wurzelziehen bei Töppler der Radikant doppelt im Eingabewerk steht, den ich
durch fünfmaliges Addieren in den zehnfachen Wert verwandelt habe, zeige ich jetzt den Trick, mit dem der Friedenwurzelautomat dieses tut, indem er nämlich nicht nach dem Wurzelziehen den Radikanten mit 5 multipliziert, sondern vor dem Wurzelziehen. Ich gebe dafür eine Zahl ein, die einen interessanteren Wert ergibt, nämlich die Zahl 17. Da wird die Quadratwurzel 4, irgendetwas sein und die Kamera hält kurz an und zeigt das Fünffache der 17 im Akkumulator, bevor die eigentliche Wurzelberechnung startet. Die 17 ist jetzt im Eingabewerk und ich starte das Berechnen der Wurzel. Die Wurzel von 17 ist 4,123 und so weiter. Und man hat zu Beginn der Wurzelberechnung kurz gesehen, wie die 85 linksbündig im Akkumulator gestanden ist, das Fünffache der 17. Das war jetzt ein kleiner Einblick in das Rechnen mit mechanischen Rechenmaschinen, die im Prinzip alle auf Wilhelm Leibniz zurückgehen. Wo die Bedienung dann im Laufe der Zeit vereinfacht worden ist, aber musste eben immer noch viele Knöpfe kennen. Das hat man dann irgendwo auf der kaufmännischen Schule damals gelernt. Und man kann mit diesen Maschinen aber sehr effizient arbeiten. Ich möchte mal behaupten, die Multiplikation auf dem Hamann-Automaten 300 geht schneller, wie wenn man das auf dem Handy durchführen würde. Diese mechanischen Rechenmaschinen sind natürlich nur ein ganz kleiner Teil von dem, was es hier im Computermuseum zu sehen gibt. Ein Detail aus dem Inneren der Computer und so langsam können wir wieder Besucher live empfangen und Sie sollten vielleicht mal versuchen, das Museum auch direkt zu besuchen. Vielen Dank.